Hallo und herzlich willkommen bei einer zweiten Folge von Dirt Rally 2.0 virtuelles Qualifikation. Nachdem es leider mit dem letzten Quali nicht geklappt hat, nachdem das Programm aus mir nicht bekannten Gründen sich einfach ausgeschaltet hat und man die Qualifikation leider nur ein einziges Mal probieren kann, versuche ich jetzt mein Glück im letzten Rennen. Wie gesagt, es ist hier nicht die Absicht. Aber es steht nicht die Absicht, irgendwie zu versuchen, sich da zu qualifizieren. Es geht rein um den Fun und Spaß an der Sache. Ja, also schauen wir gleich mal. Wie gesagt, Rallye-Qualifikation Mount Kay Pass, Monaro, Australien. Ist mir jetzt auch nicht so bekannt. Aber was natürlich viel, viel schwerer wiegt, ist Group B, Four Wheeled. Das kann nur ins Auge gehen. Suchen wir uns mal irgendwas, was wir wahrscheinlich nicht so stark, hoffentlich nicht so häufig irgendwo drum verhalten werden. Wie hier zum Beispiel diesen Evo. Bestimmt ein interessantes Geschichtchen. Ja. Und da haben wir auch schon die Strecke. Wir werden wahrscheinlich unseren H-Shifter wieder brauchen. Bei den älteren Modellen ist das ganz klar. Individuelles Setup in der Geschichte ist nicht möglich. Ebenso wie Shakedown respektive Testfahrt. Geht alles nicht. Da geht's einfach rein ins Vergnügen und schauen, wie weit man kommt. Ne? Ja. Noch sieht der Wagen ganz gut aus. Das wird wahrscheinlich nicht so lange Start, dauern. 50, Spätestens wenn zwei im ich Schlang, macht auf über und der Bauer Hochkant unser in Mount erstes Kay. Aufeinandertreffen Viel haben. Glück. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. 50, zwei links lang, macht auf über Kuppe, auf Brücke eng Asphalt. In zwei rechts lang, macht auf Bad Camber, 40, fünf rechts, in vier links lang, Achtung, macht zu über Brücke, auf Schotter, 30, vier rechts über Kuppe, in sechs links, 80, sechs links lang, übersprungen, maybe. Langsam 30, 5 links lang, macht zu 4. Na, da haben wir mal wieder den Gang nicht reingekriegt. In 5 rechts über Kuppe, 30. An Vollgas ist sowieso nicht zu denken. 3 links, macht zu. In 3 rechts lang, macht zu über Kuppe. 50 Asphalt, Kuppe. In 4 rechts, macht auf über Kuppe, 30. Jetzt haben wir da. 2 links, macht zu, don't cut. In Jetzt bis 2 jetzt noch rechts, keine größeren Teile macht auf verloren. über Brücke eng, 80. Allerdings sind wir auch nicht viel auf der Strecke unterwegs, 6 wie man links hier lang, sieht. macht zu, in Kuppe voll, 150. 5 rechts lang, macht auf über Kuppe. In 6 links lang über Kuppe. Wuhu! Es ist ja nicht nur mit geradeausfahren Katastrophe, das ist. Es ist mal, man sieht auch mit Bremsen nicht sonderlich leicht. In 6 rechts lang, macht zu, Cut, auf Schotter. Und 6 links lang, macht auf über Kuppe, 30. Wenn man da voll in die Eisen steigt. Drei Naja, Fünf naja. rechts über Kuppe, macht Geht auf ey. lang, Uah. 30, 5 rechts lang, macht zu 4. Vielleicht 30, sollte ich mich wirklich mal 50 auf über großen Sprung, 80. Lang, Bussimulation verlegen oder sowas, was 50, nicht so schnell 4 unterwegs ist. rechts lang, macht zu. In 4 links, macht auf über Kuppe, Okay. in 4 rechts, macht zu. Au, 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 ah. In 5 links lang, macht Ah, zu, und wieder zu, umgedreht. Cut. Und Motor natürlich auch abgewürgt. Macht auf, 30, 6 links, in 4 rechts lang. Ach, das gibt's doch nicht. Naja. 3 links lang, macht zu, don't cut.
Wer hätte gedacht, dass es nur die ersten Meter gut aussehe? Natürlich ich. Das ist aber natürlich auch die Klasse an Fahrzeugen, die am allerschwersten zu handeln sind. In 6 links, 50 Achtung, 2 rechts, mach zu. Da gab's schon. In 2 links, macht auf, über Kuppe, 80. Im realen Leben nicht so viele Leute, die überhaupt in der Lage waren, diese Dinger von A nach B zu bewegen. Und das auch noch in einem Stück. Die Kontroverse war hoch. Und irgendwann haben sie das dann abgeschafft. 30, 4 rechts lang, macht auf, über Kuppe, sehr lang. Weil die Opferzahlen in diesem Sport oder in dieser Serie besonders hoch gewesen sind. Achtung, langsam. Und man hat die Teile dann links, lang, zukünftig ein bisschen entschärft. Macht auf, 50. Aber ich ziehe meinen Hut für jeden Simracer, der hier in der Lage ist, die Teile halbwegs gerade zu halten. Was auch immer so überraschend reindrückt ist, glaube ich, was man dabei sieht. Der Ladedruck vom Turbo, wenn der zieht, wird das Ding zu einem absoluten Biest. Und wieder abgewürgt. Naja. Mein absolutes Highlight in der Klasse B ist, die Dinger überhaupt schon über die Ziellinie zu bringen. Weil, wie wir hier sehen, für mich absolut unbeherrschbar. Vorige Event waren Fahrzeuge gewesen, die eigentlich relativ beherrschbar gewesen sind und ja, bis auf den üblichen Abstand war ich auch relativ gut unterwegs. Aber leider ist das Spiel abgestürzt und ja, es ist eine One-Shot-Quali und es gibt keine zweite Möglichkeit. Als ich versucht habe, das Rennen dann wieder neu zu starten, stand oben mit ohne Quali-Zeit sozusagen. Und ja, ich konnte in quasi. Macht auf 30, 6 links, in 6 rechts. In ich konnte quasi nicht weiter teilnehmen an dem. Was in jetzt ein bisschen schade ist, aber wie gesagt. 80, kein sonderlicher Verlust, weil. Ich vermutlich hier sowieso nicht wirklich viel gerissen hätte. Geht's ja nur um den Spaß und einfach ums Teilnehmen. Und mal schauen, was dabei rumkommt, ja. Über Kuppe.
In 4 links lang, macht auf über Kuppe. Vielleicht bin ich auch immer ein bisschen zu aggressiv am Gaspedal. Keine Ahnung. Und ihr könnt ja da mal eure Meinung dazu dalassen. Ich schätze mal, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, das Ganze einfach besser zu gestalten. In 4 rechts. In 3 links. Macht auf über Kuppe. 50. Schon mal gepflegte 4 Minuten 8 hinter der Spitze. Also wie gesagt, absoluter Respekt, wer die Teile besser kontrollieren kann. 6 links. Macht auf über Kuppe. Vor dem ziehe ich absolut mein. Mein Hut. Ah, was ist jetzt so? 5 links, über Kuppe, in Senke und Achtung, 5 rechts. Macht zu, 2 über Kuppe. 50 bergab, 1 da weiß ich jetzt leider. Zu. Und 4 rechts lang, über Kuppe, macht zu, 2, macht zu. In 5 links, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts, über Kreuzung. 30, 4 links, in 6 rechts eng, voll links, 40, ha, eng ist es die ganze Zeit, ey. 4 rechts, innen bleiben über Kuppe, ich bräuchte so 10 Meter mehr Strecke, links und rechts, in 4 rechts, macht auf über Kuppe, vielleicht Stützräder am Auto, 2 links, macht auf über Kuppe, macht zu 1, 50, über Kuppe bergab, 2 rechts, macht zu, 2 links, 40, 4 rechts über Kuppe, in 5 links, sehr lang, mach zu, 4 über Kuppe. Ich frage mich allerdings auch, wie gesagt, ob man in 3 rechts, ups, die Kiste mit irgendeinem Tuning vielleicht ein bisschen beherrschbarer hinkriegt. Links, don't cut. In 6 rechts, macht auf, vollmittig übersprungen, links halten, für 80, 5 rechts, macht zu. In 4 links lang, macht auf, 50, vollmittig über große Sprung, 80, 6 rechts, langsam, vollmittig halten, über Kuppe, in 3 rechts, macht zu, in 3 links, rechts über Kuppe, in 4 links, macht auf, 50, und er steht erstaunlich schnell aus. Das 6 ja, so auf Kuppe, 120. 6 links, 100. Voll rechts über großen Kuppe und Sprung. 50, Kuppe voll. 80, 6 rechts, Ziel, gut gemacht. Gut gemacht. Ja, du bist angekommen, Kleiner. Das gibt einen Preis fürs Teilnehmen oder so. Jawohl. Naja. Wie bereits erwartet, das war jetzt nicht so die Übertrieberleistung. Wie man sieht, fehlen auch schon ein bisschen was an Teilen an meinem Auto. Und ja. 433. Da ist wahrscheinlich nur der Tatsache geschuldet, dass es noch relativ weit im Event vorne ist. Und ich deswegen nicht weiter nach hinten durchgereicht wäre. 5 Minuten 15 ist normalerweise schon eine Ausmarke. Ja, da sah er noch gut aus und da waren auch noch alle Teile dran. Das war aber noch bevor ich diverse Bäume einfach mitgenommen habe. Naja, wie gesagt, sollte auch noch Spaß sein und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Schauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss und halt's die Ohren steif.